Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK. Und Leute, ihr habt es bestimmt mitbekommen, ich hatte eine kleine ARK-Pause. Die habe ich nämlich auch gebraucht, denn ich habe ein bisschen was gebaut in meiner Base. Und es macht doch immer ein bisschen mehr Spaß, wenn man so eine kleine Pause halt gemacht hat, die ich natürlich jetzt hinter mir habe. Und heute kann es weitergehen. Und jetzt zeige ich euch als allererstes, was ich so an meiner Base gebaut habe. Des Weiteren habe ich natürlich auch die Dinos benannt, die ihr natürlich benennen durftet. Aber jetzt erstmal, das habe ich jetzt erstmal hier gebaut. Ich fand meinen Eingang ein bisschen langweilig, deswegen, so schaut jetzt hier mein Eingang aus. Ich finde es nicht schlecht. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich finde es nicht schlecht. Göttlich! Okay, also das ist jetzt mein Eingang. Links, rechts, Manticore, Statuen. Und ja, halt hier so ein paar Steine, dies, das. Man kennt es. Ach ja, und ihr habt schon gesehen, ich habe hier meinen Stall abgebaut. Weil ich fand, es hat nicht mehr ganz so gepasst. Meine Dinos stehen jetzt alle beieinander. Und ja, ich zeige euch das Ganze. Gehen wir hier rein. Zack. Also, hier habe ich jetzt soweit alle meine Dinos aufgestellt. Ne, ihr könnt es ja sehen. Da haben wir die alten Dinos. Da haben wir sie alle, ne? Da so ein paar Prom-Dinos, da so die größeren Dinos, da so ein paar Dinos. Hier so ein paar Dinos, da oben ein paar Dinos. Okay, und ich habe noch was gebaut. Und zwar, ich möchte mir bald die Superheiltränke herstellen und dafür brauche ich Zitrone. Und wie baut man am besten Zitronen an? Oh yeah, natürlich mit einem Gewächshäuschen. Und ich habe mir ein hübsches Gewächshäuschen gebaut. Schaut es nicht schön aus? Es ist einfach so 0815, was ich immer baue. Mehr kann ich aber auch nicht. Und ich habe mir noch sowas Hübsches hier gebaut. Und zwar einen Eternal Egg and Poop Collector. Und hier hat man halt so einen kleinen Dodo und jetzt kann man den mal anmachen. Und es geht los. Und so wie ich mir das denke, sammelt das Ding Eier auf und halt, ja, scheiße. Deswegen sehr gut, sehr gut. Wir gehen mal rein. So sieht das Ganze hier aus, ne? Gut bewässert. Sehr viele Kompostdinger und ja, jetzt fehlen nur noch die Pflanzen. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich brauche natürlich ein bisschen viel, Scheiße. Deswegen heute suchen wir uns einen Edgar. Und Leute, es kam mal wieder ein neuer Skin rein. Ich werde euch zeigen. Es kam aus Genesis 2, kamen erstmal zwei neue Skins. Das Ding und das Ding. Können wir gleich mal kurz ausprobieren. Den kennen wir ja schon im Mugikopf, aber jetzt doch das Geilste vom Geilsten. Es kommt ja von ARK noch eine Animationsserie und man hat jetzt den Raptor ARK The Animated Series Costume. Also ich kann meinen Raptor zu einem Comic-Raptor machen, denke ich mal. Zwei Kostüme, ja, ich kann so viele Kostüme machen, wie ich will, weil wenn ich sterbe, komme ich immer wieder die Kostüme und deswegen zwei habe ich mir jetzt erstmal hier gelagert und wir werden heute sehr viel zähmen, sage ich mal so. Also, ich suche heute einen Edgar, vielleicht auch drei, vielleicht auch vier, so viele wie ich finde und Rappies und alles andere, was ich mir zähmen möchte. Gut, ja, jetzt zeige ich euch, wie ich natürlich meine Dinos benannt habe. Fangen wir bei meiner stärksten Bestie an. Und wenn ich sage stärkste Bestie, meine ich das Ganze auch so. Mein übertrieben geiler Mac, den ich, wo ist der Name? Da, Wally genannt habe. Vorgeschlagen von Valgueros Tamer. Und ich liebe Wally, den Film. Deswegen, ich musste ihn so nennen. Gehen wir rüber zu meinem Mammut. Und ich glaube, jeder von euch weiß bestimmt, wie ich meinen Mammut benannt habe. Es heißt Manni. Vorgeschlagen von Mark Engelmann. Ich musste Manni gerade so lang ziehen, weil ich den Namen nicht gesehen habe. Gehen wir jetzt hoch zu meinen beiden Alpha-Wifern. Und Leute, ich habe noch zwei gute Sachen mit. Haha. Haha. Ha. Hä? Ich habe zwei verschiedene. Ach, war das hier doch ein anderer. Und zwar, den habe ich in der Anunnaki Reborn Bench hergestellt. Das hier ist ein ganz normaler Tech-Sattel. Den habe ich bei der Eternal Workbench. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Ich habe zwei Tech-Sattel und vielleicht passt ein Tech-Sattel auf einen Wyvern. Es sind jetzt die Alpha-Wyvern. Also als allererstes der schönste Wyvern überhaupt. Er hier.
den ich natürlich Jack Frost genannt habe. Vorgeschlagen von Elfie 1805. Okay. Wir gehen. Es geht nicht. Wir packen. Oh, der geht. Den Sattel drauf. Hä? Hä? Ist das ein geiler Sattel oder ist das ein geiler Sattel? Was soll denn der Mist? Weg damit. Wenn man ihn nicht sieht, brauche ich ihn auch nicht. Gehen wir rüber. Vielleicht sieht man ja bei denen hier was. So, meinen Feuer-Wyvern, der auch übertrieben nice ist, mein Alpha-Wyvern, habe ich Glurak genannt. Vorgeschlagen von Little 98 Princess. Mach mich stolz, Glurak. Mach mich stolz. Ja. Toll. Ihr wisst gar nicht, was ich dafür alles brauchte, um diesen Scheiß herzustellen. Sämtliche Krallen. Blitzkralle, Feuerkralle, dies, das und was bringt's mir? Gar nichts. Wow. Man sieht den Sattel einfach nicht. GG, Game. Ah, warte. So, aber Jack Frost, dann bekommst du einfach den Sattel. Und dieser Sattel ist, denke ich mal, für ganz normale Wi-Fi, ne? Denke ich mal. Ja, ich denke mal. Gut, habe ich noch ein Dino? Nö, das war's. Jetzt gehen wir los, natürlich zu Fuß. Heute mal wieder Oldschool zu Fuß. Massenzähmfolgung 1.0 wird gleich gemacht. Aber ich packe hier nochmal kurz den Sattel zurück. Ich habe keine Lust, den mitzunehmen. Zack. Und ja, ich wollte ja noch die Skins zeigen, fällt mir gerade ein. Eine Pike. Aha, aha. Zack. Gut. Dann wollen wir mal sehen, wie die Skins aussehen. Ich glaube, ich habe die schon ein bisschen länger, aber ich habe sie nie so wirklich ausprobiert. Gut, ziehen wir das rüber. Hoch damit, hoch damit. So, als allererstes das Ding rauf. Und jetzt nochmal das Ding rauf. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aus Ark Genesis 2. Dieser heftige, mächtige Speer. Ey, der sieht aber echt cool aus. Der gefällt mir. Nice. Nice. Ey, schade, dass ich meine Prime Pack damit nicht ausrüsten kann. Ey, der sieht ja richtig nice aus. Okay, und als zweites natürlich noch die Elemental Santiago's Axt. Mhm, jetzt. Ja, ein bisschen klein geraten, aber schaut auch recht nice aus. Gefällt mir. Ja. Ja, nicht schlecht. Gut. Jetzt natürlich den Rappy. Den brauchen wir noch. Und wie schon gesagt, ich gehe zu Fuß. Nehme ich nochmal einen Dino mit? Sicher ist sicher. Nee. Heute wieder zu Fuß. Aber ich finde wirklich, also, ich spreche mir mein eigenes Lob aus. Ich finde, das sieht schon heftig aus. Also, wenn man hier so herkommt und denkt so, alter Digga, wer wohnt hier? Wer wohnt hier, Digga? Ich finde, es sieht schon nice aus. Gut, aber jetzt ins grüne Gebiet. Heute mal ins grüne Gebiet. Denn ja, wie schon gesagt, ich brauche ein Rapidi-Web. Und Eddies. Und die sind ja meistens im grüne Gebiet. Also erstmal rüber da. So. Ah, da fliege ich ein bisschen zu weit. Zack. Da bin ich ein bisschen weit geflogen. Fangen wir an. Fangen wir an. Mal schauen, vielleicht finden wir hier schon irgendwas Schönes. Denn wie schon gesagt, nee, euch möchte ich nicht. Guck mal, sie sind verbuggt. Ha? Ihr seid verbuggt. Oh mein Gott. Jetzt sind sie nicht mehr verbuggt. Okay, ein Rapidi-Rap. Und Eddies. Ist doch eigentlich nicht so schwer, oder? Was haben wir denn da? 513 Level ist ganz gut, ne? Die weg mit euch. Folgt mir nicht. Den möchte ich eigentlich gerne haben. Ich glaube, den lege ich mir zu. Dino Nummer 1. Lege dich hin. Lege dich hin. Ich glaube, das war's schon, oder? Wir gucken mal. Alter Digga, 1.200.000. Das geht ja gar nicht. Schweinebärmann, was ist los mit dir? Ja, ich wollte ja eigentlich die Eternal Dinos noch nicht machen. Aber jetzt werde ich sie einfach machen. Also so die kleineren. Schweinebärmann ist schon ziemlich nice. Aber gehört da noch
Ich treffe und es wird nichts angezeigt. Gehört aber noch zu den kleineren Dinos. Schweinebämmern, das war dein Kopf. Und zack. Wir gucken. Los, Mann, Bärschwein. Lauf weg. Aha. Nicht mit mir. Nee. Ein Schwein. Ein Prime-Schwein. Es kann sein, dass ich mir das Prime-Schwein auch noch hole. Weil ich finde das Prime-Schwein einfach zu nice, Digga. Hoch, 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 hoch. Nein, nein. Aber ich hab. Ah, er liegt. Er liegt. Wo ist das? Das Schwein ist da unten. Ja, wie ich das jetzt mache? Ich werde erstmal jetzt mir den Schweinebärmann holen. Indem ich da ganz schnell hinlaufe. Zack. Haha, und schon kommen die Rappies. Das gibt's doch nicht. Ja, kommt her. Ich mache euch mal kurz down. Ja, 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 ihr mich auch. Gut. So. Ich hoffe, Otoko bleibt da hinten. Was ist das? Ich hatte Geräusche gehört. Also, ich habe natürlich Prime Meat mit. Ist das Ding Prime Meat? Ich glaube, es ist kein Fleisch. Eternal Berry. So. Will er das wirklich nicht essen? Kann ich reindrücken? Es geht. Ja, okay, Leute. Schweinebärmann können wir nicht mitnehmen. Aber ein richtiges Schwein können wir mitnehmen. Otoku. Warte. Der bekommt auch den Namen von mir. Er ist eh viel stärker. Den kann ich auch wenigstens zähmen. Alter, hatte der gerade echt 2 Millionen Turpur? Digga, 3 Millionen Turpur. Was sagt ihr? Tötet er mich gleich? Kann ich ihn bowlern? Kann ich ihn bowlern? Aha! Nächstes Mal treffen, auch gut. Geht es? Ah, es geht nicht. Das geht nicht. Gut, machen wir so weiter. Wie gesagt, das Schwein kann ich wenigstens mitnehmen. Oh, aber ich hätte schon gerne den Schweinebärmann gehabt. Der Schweinebärmann wäre schon recht nice gewesen. So. Haha, ganz easy. So, nicht schlagen. Zack. Ein Rappy. Ein Rappy. Hab ihn, hab ihn. Hab ich? Ich hab ihn doch nicht. Oh! Digga, das war knapp. Ganz ruhig. Ich liebe Tech. Ich liebe Tech. Zack. Den Baryonyx könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Ich glaube, ich nehme beide mit. Ich glaube, ich nehme beide mit. Ah. Nicht du, nicht du, nicht du, Bari. Oh, Schießen muss gelernt sein, Leute. So, den Rappy will ich haben. Ich will unbedingt den Rappy haben. So. Ah, komm schon. Ich will das Schwein auch. Nein, warum bin ich auch eingefroren? Nicht, dass ein Managame über mich ist. Ich glaube, ich war gerade ein bisschen eingefroren. Leg dich hin, Alter, leg dich hin. Ah, es ist echt ein Managame. Zack. Ah, nein, 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 nein. Gut. Wir gucken mal, wie es Tupomissi aussieht. Der ist auch gleich down. Das Schwein ist weggelaufen, aber warum? Warum? Hahaha! Ja, 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 ja. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Ha! Er liegt. Guckt ihn euch an. Heftig. Einfach nur heftig. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Einer reicht, ne? Zwei. Oh, Alter, geh weg. Gut, zwei reichen. Hat das andere auch schon gefressen? Digga, wie viel frisst du denn, Schweinchen? Es gezähmt. Doch, doch, doch. 1174 Level. Alter, ist das Schwein groß. Digga.
Beruhig dich. Ignoriere ihn. Das Schwein schicke ich zurück. Das werden wir nachher ausprobieren. Ich wollte es schon so lange haben. Nice. So, Baryonyx, du warst doch hier auch irgendwo. Und hier, da ist er doch. Den Managame, den ignorieren wir einfach. So. Ey, das gibt's doch nicht. Komm her. Ja. So. Müsste gleich down sein. Alter Managame, Digga. Lass mich in Ruhe. So. Ja, müsste gleich down sein, auch wenn ich sterbe. So. Noch ein bisschen. Komm her. Was mit ihm? Komm her. Hauptsache, haut nicht gleich im Wasser ab. So, hoch. Wir gucken. Alter, die Turbo ist ja ganz runtergegangen bei ihm. Ja, ich muss was essen, scheiße. Ja, wir kriegen ihn trotzdem. Kein Ding. Den werden wir trotzdem bekommen. Alter, wie viel er aushält. Alter, heftiger. Nein. Geh weg, Managame. Leute, ich hasse Managame, ne? Das ist so eine Hassviecher von mir. Ich kann nicht nachladen. Ich lande mal kurz auf den Stein. Ich kann nicht nachladen. So, wir erstmal kurz Trockenfleisch. Bari? Da, Bari. Und zack. Ey Leute, ihr wisst, ich bin der beste Schütze. Ich weiß, ihr müsst es nicht schreiben. Geh weg. Schweinebärmann, ich will dich nicht. Habe ich jetzt den... Wen habe ich jetzt? Ich glaube, ich habe Schweinebärmann getroffen. Ey, das gibt's doch nicht. Der Schweinebärmann muss weg. Ich will dich nicht. Er muss nicht gleich wütend sein, nur weil ich ihn nicht haben möchte. So. Oh, Schweinebärmann. Muss das denn sein? Das greift auch noch den Bari an. Wie kommt ein Turbo-mäßig? Alter, der hat 4,6 Millionen. Zu wild. Zack. Lauf. Gut. Macht weiter so. Schön weiter so machen. Warte, wir gehen näher ran. So. Nicht ich. Ich bin lieb. Ich will dich nur zähmen. Er läuft. Nicht mit mir. Ich bin schneller als du. Aber nicht, wenn du im Wasser bist. Nein. Nicht Wasser. Pfui. Böses Wasser. Genau, nicht im Wasser. Perfekt. Und? Ganz ruhig. Wir müssen ganz ruhig bleiben. So. Perfekt. Alter, der hat 810 Level. Alter, der Managame ist immer noch da. 810 Level. Topur? Gut. Huhu! Lightning Baryonyx. Gleich gezähmt. Taming Potion habe ich am Start. Kann sein, dass ich hier und da nochmal Taming Potion holen muss. Alter! Wo ist er? Komm her! Wo ist er? Er ist weg. Das dauert mir zu lange. So. Besser. Ah, Baryonyx ist gezähmt. Komm her. Wo ist er? Oh, Leute, ich hasse die Viecher. Guckt es euch an. Na, ist egal. Ich verschieß hier gar nichts mehr. Er hat 1196 Level. Guckt ihn euch an. Brutal, sage ich nur. Mein erster Baryonyx. Heftig. Aha. Also, wir haben jetzt schon einen Prime Deodon, wie auch immer das Ding heißt. Otoku. Und wir haben ein Elementar Lightning Baryonyx. Sehr guter Anfang. Ich würde aber jetzt mal sagen, wir gehen mal wieder da lang. Und hauen ab vor diesem Managame. Sonst kriege ich noch Anfälle. Ach, stopp! Rappy! Wo war denn der Rappy?
Jetzt kickt die Farmblindheit rein. Wo war denn der Rappy? Ach, was soll's. Wir finden schon noch einen anderen Rappy. Weiter kann die Suche gehen. So, euch alle brauche ich nicht. Wir gehen da rein. Wartet. Zack. Aus dem Weg. So. Was für ein Level hast du denn eigentlich? Digga, 500 noch was. Aber habe ich ja schon. Nimm ich mit. Greif mich jetzt nicht an. Corrupted Pteranodon brauche ich auch nicht. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Einmal durch hier. Das kann doch nicht sein. Ich sehe keine Rappies. Ich sehe auch keine Eddies. Edgar. Wo bist du? Das kann nicht wahr sein. Stopp. Ist das ein normaler? Nein, Poison. Nee, den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Wir gehen hier weiter. So, Augen aufbehalten. Irgendwo hier wird ein Rappy sein. Ich habe den Rappy gefunden. Komm mal her, mein Hübscher. Komm mal her, mein Hübscher. Zwei Stück. Ein Geschenk der Götter. Geh weg. Oh mein Gott. Revenger? Weg mit dir. Revenger? Lass es. Oh mein Gott. Schwein. Ja. Wir gucken mal kurz. Level vom Schwein. Digga, zu viel. Also, wir haben zwei Raptoren down. Problem? Das Schwein. Ah! Es hat 700 Level, Alter. Ich muss es haben. Ich weiß nicht, soll ich das mitnehmen? Komm, wir werden es einfach mal versuchen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das Schwein an mir macht, aber wenn ich nochmal eins kriegen kann, ist das doch nicht schlecht. Wie viel Schaden macht es? Es geht. Es geht. Ich bin tot. Holy shit. Alter. Das Schwein ist heftig. So, ich muss mal wieder was essen. Ich pack meine Flinte aus. Nimm mal zwei Schweine mit. Zwei Schweine sind besser als ein Schwein. Hat mir einmal ein weiser Mann gesagt. Oh mein Gott. Ah, genau, komm hier rein, guck mal hier. Ah, schön. Komm. Fang das Schwein! Komm, Schweinchen in der Mitte. Nein. Holy shit. Es ist festgebackt. Ich sehe nichts mehr, aber es ist festgebackt. Nein. Es läuft. Es läuft. Alter, es ist noch schneller als das letzte Schwein. Wir holen uns das gleich. Erstmal Rappity Rap braucht sein Fleisch. So. Ja gut, Essen tut's auch ziemlich schnell. Brauche ich da eigentlich nicht viel machen. Lassen wir es einfach mal so drinne. Wartet mal. Es hat 1000. Also, ich muss es mitnehmen. Also, es wär eine Verschwendung. Muss ich mitnehmen. Wirklich. Komm hier, nimm alles. Gut. Ah ja, wir waren ja stehen geblieben bei den Schweinchen. Das hier. Ah, da ist es doch. Ja. Komm her. Hab dich gleich. Anscheinend hat es keine Tupo mehr gehabt. Passiv. Ah. Passiv. Ruhig Blut. Ich hole mir schon das Schwein, keine Angst. Und schon wieder Hunger. Warum läuft es immer weg? Es wird es so schön bei mir haben. Zack. Oh Mann. Ja. Komm. Leg dich hin. Warum läuft mir der Revenger hinterher? Aber es liegt. Ja, nice. Ein zweites Prime. Ich weiß auch nicht, warum ich immer Prime sage. Ein zweites Prime Daedon. Daedon ist gut.
So, esse, mein Kind, esse. Esse, mein Kind, esse. Es ist gezähmt! 1174 Level. Und natürlich du auch. Poison Ravenger 2102 Level. Oh, ich bin so stolz auf euch. Guckt euch mal diesen Ravenger an. Guckt euch mal dieses Schweinchen an. Okay. Biese. So. War da nicht noch ein oder zwei Rappies? Ich glaube schon. Da hatte ich doch was gesehen. So. Die Rappy-Level sind mir ja relativ egal. Ich möchte nur den Skin nachher sehen. 500 noch was. Ist doch ganz gut. Komm. Base. Der Rappy scheint aber deutlich größer zu sein. Ich glaube, das wird nicht ganz hinhauen. Ich glaube, dass... Ich will das mal kurz ausprobieren und dann geht's weiter. Zack. Komm mal her. Ich will nur mal kurz gucken, ob es geht. Ansonsten gehen wir gleich zurück und wir holen uns einen anderen Rappy. So. Es? Wartet, ganz ruhig, ganz ruhig. Er baut sie noch auf. Es geht! Wie nice ist das denn? Ich habe einfach mal einen animierten... Also, natürlich animiert, aber... Ein Cartoon-Rappy! Alter, guckt ihn euch an! Wie geil, Alter! Es sieht so geil aus! Aber der ist ein bisschen verbuggt, oder? Guck mal an den Augen. Nee, ich glaube, das sieht nur so aus. Geil, Alter! Wie nice! Ich brauche noch mehr. Da war ja noch ein Rappy. Ja, die anderen werde ich auch noch ausprobieren. Keine Angst, Leute, keine Angst. Es werden heute alle ausprobiert. Aber ich habe heute Zähmungslaune. Deswegen, ach, warum gehe ich überhaupt? Ich bin auch faul. Last Remote. Und wir gehen zurück, wo wir gerade waren. Und holen uns den nächsten Rappity-Rap. So, dann gucken wir mal. Hier war doch irgendwo noch ein Rappity-Rap. Aber da ist er. Ich habe kein Fleisch mehr. Ich habe mein Fleisch vergessen. Oh nein, isst du das vielleicht? Jetzt muss ich zurück. Ich muss nochmal zurück. Wir sehen uns gleich wieder hier. So, jetzt haben wir das Fleisch aber. Gut, da haben wir den kleinen Rappy. Er bekommt von mir das Beste vom Besten. Welches Level hast du eigentlich? Ach, okay, 702 ist ganz gut. Taming Potion braucht er nicht. Ich gehe mal eben kurz was trinken. Ravenger. Level. 1000. Was war das denn? Ey, ohne Scheiß, ich sehe, glaube ich, zum ersten Mal diese Käfer. Na, ey, ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen. Wie geil. So, kurz was getrunken? Weg mit euch. Jetzt habe ich gar keine Angst mehr vor. Irgendein Projekt waren die übelst nervig. Ich weiß nur nicht mehr welches. Und mein Rappity-Bab steht. Rein da. Gebe mir dein Fleisch. Und Kostüm haben wir hier. Rauf da. Und ein weiterer Rappy. Nee, der sieht besser aus. Bei den anderen war das Auge so ein bisschen verbuggt. Der hier schaut übelst nice aus. Einfach der aus dem Cartoon. Nice, Alter. Okay. Base. Ey, die sind so nice. Ich glaube, ich zähme mir noch mal kurz was, aber ob ich alle ausprobiere heute, ich weiß nicht. Ich habe mir zu viel heute schon gezähmt. Wir laufen einfach mal. Irgendwas finde ich bestimmt noch. Und hier sehe ich nichts. Einmal schnell durchgucken. Nee, hier sehe ich auch nichts. Nee, dies, das. Aha, aha. Glaubt mir, Leute, ich sehe alles. So, hier ist auch nichts. So, hier sind manchmal gute Dinos. Einfach mal schnell hier langlaufen. Kentrosaurus geht leider auch gerade nicht. Leute, ich sehe nichts Besonderes gerade mehr. Wir könnten natürlich auch zur Wüste, aber da sind immer meistens die heftigen. Oh, bitte, ist hier noch was Besonderes? Irgendwas Kleines? Da. Was sehen meine Äuglein denn da? Will ich haben? Leg dich hin.
Nein! Ich kann nicht in den Inventar rein. Mein Zimt ist passiv. Oh. Okay, wir können einmal nochmal vor mir hier im Wald reingehen. Und wenn da nichts ist, gehen wir einfach nach Hause, ne? Ich habe mir genügend Dinos zugelegt. Ob wir alle heute schon ausprobieren? Ich weiß nicht, aber nächste Folge dann auf jeden Fall. So, wir landen mal kurz hier. Und da haben wir auch schon was. Nee. Die sind schon so langsam, da müssen sie schon deutlich stärker sein. Digga, ein knochiger Raptor. So, wir gehen weiter. Ich höre schon wieder Menschen. Die Raptoren sind ja schon deutlich stärker, ne? Ja, ich habe mir eh erstmal nur Rappies geholt, zum Zeigen. Ich werde mir natürlich noch so ein Raptor-Rudel holen, aber später erst. Ah, ich glaube, das sieht ja echt schlecht aus. Soll ich noch weitergehen? Ich weiß nicht. Also gut sieht das Ganze hier gerade nicht aus. Nichts Besonderes. Ich will was Besonderes haben. Nee. Es ist nichts Besonderes hier. Nee. Ah, ich glaube, ich gehe zurück. Ich glaube, ich gehe zurück. Hier ist nichts. Nee, hier ist nichts. Ja, komm, was soll's? Wir gehen zurück. Okay, dann würde ich mal sagen, ich gehe zurück zu meiner Base, baue erstmal für alle meine neuen Dinos einen Sattel und dann werden wir sie ausprobieren. Okay, Leute, bis gleich. So, da wären wir dann. Und alle haben von mir natürlich einen Sattel bekommen, außer mein zweites Schwein, weil es reicht ja, wenn ich einen ausprobiere. Und das ist heute die Ausbeute. Was ich nur halt schade finde, ich wollte zwar zwei Schweine haben oder vier, aber halt Edgars und nicht diese Viecher hier. Weil ich wollte mein Gewächshäuschen ein bisschen auf Trab bringen, aber können wir auch nächste Folge machen. So, fangen wir mit dem Revenger an. Wartet. Gut. Also, meine Freunde, das ist der schöne Revenger. Mein allererster. Was kann er denn so? Rechtsklick. Linksklick. C. Yeah. X-S-T-A-G. Schön. Wie stark ist er? Linksklick. 700. Rechtsklick. 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 Gut, aus 700. Nice. Und mit Rechtsklick kann er auch betäuben. Hier, ihr könnt es sehen. Zack, einmal Rechtsklick. Ja. 7000 Tupur. Das ist aber was Schönes. 7000 Tupur. Okay, Leute, das war mein Revenger. Er ist jetzt nicht der Stärkste, aber er sieht immerhin sehr schön aus. Und jetzt geht's weiter mit meinen neuen, schönen Rappies. Und ich würde sagen, ich spreche für uns alle. Ich brauche den normalen Rappy nicht ausprobieren. Wir nehmen nur den etwas größeren Rappy, den wir als allererstes mal skillen. Er hat 23.000 Leben. Ja, ist ganz gut für einen Rappy. So. Yeah. Okay, let's go. Oh, da liegt ja schon einer. Wartet. Okay, er zieht 800 ab, durchgehend. Rechtsklick. Guck mal, er ist ein bisschen verbuggt. Seht ihr das? Er ist ein bisschen verbuggt, weil das Kostüm gehört ja eigentlich den kleinen Rappies. Er kann aber Rechtsklick C, X, S, R, G, gar nichts. Er kann nur angreifen. Ich muss euch nochmal das Ganze kurz so zeigen. Der sieht halt besser aus hier, weil bei denen ist auch kein Fehler. Hier, zack, Rechtsklick. Er kann halt alles machen. Das ist halt schon nicer, ne? Gut. Gehen wir weiter zu meinem Baryonyx. Leveln wir ihn mal kurz. Alter, Digga. Ich zähle für euch mit. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 4 218.000 Leben. Okay. Knabbere schön. Was kann er denn so? Linksklick. Rechtsklick. C. Gut, X, S, T, A, G. Und er kann im Wasser noch so eine Umdrehung. Zeige ich euch gleich. Erstmal linkse Klick.
knapp 9000. Knapp 9000 kann man mal eben so machen. Sehr schönes Viech. So, wartet. Hier. Im Wasser. Ich muss weiter rein. So, jetzt. Hier, Rechtsklick. Kann am Baryonyx aber nur im Wasser. Und somit würden jetzt Dinos bei mir sein, wären sie paralysiert. Jetzt, worauf ihr alle schon wartet. Die mächtigste Bestie aus dieser Folge. Mein Prime Otoku. Wartet. Ach ja, übrigens. Ihr dürft das eine Schwein benennen. Denn ich habe ja zwei. Ein Schwein dürft ihr benennen. Den Baryonyx dürft ihr benennen. Ihr dürft die beiden Rappies benennen. Ihr dürft den Revenger benennen. Und ich denke mal, da werden schon ein paar hübsche Namen zusammenkommen. Jetzt aber Schweinchen. Er hatte gerade schon irgendwas getötet, bevor ich ankam. Ja, moin. Ja, ich würde sagen, 1 Million Leben, Pflicht, Rest, Nahkampf. Ratet doch schon mal, was er abzieht. Ich würde sagen, er zieht... Es ist ein Prime, komm, wir können hochpokern. Das ist ein Prime-Schwein. Es ist übel stark. 30.000, 25.000, 30.000. Rechtsklick. Das ist nice, er kann heilen. Linksklick. C, X, S, T, A, G. Und es ist übel schnell. Digga, es ist schnell. Guckt euch das mal an. Wie stark? Ja, ich hatte das schon recht. Hatte ich doch recht gehabt. 24.000, also ich hatte ja 25.000 bis 30.000 gesagt. Passt ja sogar. Nices Viech. Sehr nices Viech. Ist auch mein stärkstes natürlich hier gerade. Heftig, die Prime-Dinos. Zu wild, Alter, zu wild. Ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Mehr muss ich nicht zeigen. Ich weiß, heute war nicht ganz so massenhaft Zähmung, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Aber mal schauen, nächste Folge vielleicht. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst ein Like oder ein Kommi da und ciao. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.